Wir bauen bald das wunderbarste Boutique-Hotel, das Mumbai je gesehen hat. Ich fliege in ein paar Stunden wieder. Weihnachten in der Schweiz dieses Jahr. Ich fasse es immer noch nicht, dass deine Mutter dort ein Hotel gekauft hat. Andy, Alex ist hier. Komm her. Oh, mein Noah. Tante Alex. Das werden schöne Feiertage mit der ganzen Familie. Ja, sicher. Schatz, das ist Liam, unser Geschäftsführer. Deine Mutter hat mir viel von dir erzählt. Gleichfalls. Ich bin etwas überfordert mit der Eröffnung dieses Hotels. Du brauchst meine Hilfe für die Eröffnung? Du wirst es nicht bereuen. Ich kann dir eine Seite der Schweiz zeigen, die Touristen nie zu sehen kriegen. Das ist mein Sohn Kelby. Hi! Wer ist der gruselige Typ? Samichlaus, finsterer Begleiter. In anderen Ländern kriegen die Kinder Kohle in den Nikolausstrumpf. Nimm dir die Kinder! Pass auf mit Schmutzli! Das ist so charmant. Ein Laden eben. Alles in der Schweiz ist charmant. Ich treffe Liam. Ist das ein Date? Was? Nein. Nein, es ist kein Date. Auf jeden Fall ein Date. Auf jeden Fall ein Date. Das Schöne am Reisen ist, dass man überall neue Freunde findet. Glaubst du nicht, dir fehlt etwas? Ein Zuhause, eine Gemeinschaft? Ich amüsiere mich prächtig. Hat das vielleicht irgendetwas mit dem heißen Typen zu tun? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Meine Mom und ich haben immer an Heiligabend Stille Nacht gesungen. Er und seine Mutter haben an Weihnachten gesungen, richtig? Das war ihre Tradition. Ich habe eine geheime Mission für dich. Ich würde sehr gerne Stille Nacht singen. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Das ist für meine Mom. Stille Nacht, schlaf in himmlischer Ruhe. Er hält nicht noch mehr Verlust aus. Dein Leben ist dein Job. Und nächsten Monat bist du in Australien oder wo auch immer du hinfährst. Was soll ich tun? Nicht mehr reisen und keine Abenteuer mehr erleben? Was soll ein Abenteuer, wenn du es mit niemandem teilst? Und ich habe nicht erkannt, was mir fehlt, bis ich dich kennengelernt habe. Keine Sorge, Alex. Ich halte dich fest. Oh, gut. Du hattest recht. Ich weiß nicht, was es ist oder wohin es führt, aber ich will es rausfinden, wenn du auch willst.